Ja, ich grüße euch. Was ihr jetzt gerade gesehen habt, war ein kleiner Ausblick auf das, was ihr mit unserem Schauschützenanzug machen könnt. Der ist ja jetzt seit heute im Shop. Und das war ein kleiner Einblick, was mit dem Umhang mit relativ wenig Aufwand machbar ist. Also alles, was ich gemacht habe, war hier wirklich nur Naturbast einflechten. Das Ganze mit unserer Abtarnfarbe eben noch abzudunkeln und an die Umgebung ein bisschen anzupassen. Und das war es eigentlich. Also ich habe hier keine natürliche Tarnung eingeflochten. Es ist kein Jute aufgefasert. Reine Arbeitszeit, um den Umhang jetzt auf diesen Zustand zu bringen, sind ungefähr 4 bis 5 Stunden. Ich habe den auch ein bisschen abgedunkelt. Ihr seht es jetzt hier auch nochmal live. Also die Gleitfläche vorne ist komplett frei. Da verhakt sich dann auch nichts. Und als Beispiel jetzt hier auch nochmal die Khaki-Version. Die ist jetzt so, ich sage jetzt mal ein bisschen Multiterrain schon abgetarnt. Wenn man es umdreht, sieht man es hier ein bisschen. So kommt sie normal. Das ist also eher für den Bereich Sand, Wüste oder ähnliches. Aber gerade wenn ihr in hellerem Gebiet unterwegs seid, könnt ihr ihn eben auch so nachdunkeln. Ganz einfach mit der Sprühfarbe. Nehmt am besten relativ dunkle, kontrastreiche Farben. Also was ich hier drauf habe, ist dunkelbraun und dunkeloliv. Ihr seht es, es wird ziemlich matt. Und der Vorteil an dem Ganzen ist halt wirklich, der Umhang selbst ist extrem klein und kompakt. Und ja, das ganze System, wenn ich es jetzt hier mit Bast aufgebaut habe, wiegt auch kein Kilogramm. Das ist wirklich super leicht, lässt sich wunderbar komprimieren und die Effektivität ist echt genial. Und der Vorteil ist natürlich auch, Bast ist ein Naturmaterial, das heißt, es hat die gleichen IAR-Werte, die gleichen IAR-Abstrahlungswerte, wie das Material, das um euch herum in der Natur ist. Dementsprechend müsst ihr euch um IAR-Sicherheit so gut wie keine Sorgen machen. Und was halt noch ein tolles Feature an unserem Überwurf ist, durch diese abgeschrägten Seiten wird das Gewicht komplett verteilt. Das heißt, egal wie viel Gewicht ich hier hinten habe, egal wie fest ich jetzt hier hinten ziehe, es zieht mir oben das Halsteil nicht nach oben, es wirkt mich nichts. Das heißt, selbst wenn der Ghillie dann mal nass ist, habe ich immer noch den gleichen Komfort, die gleiche Trageeigenschaft wie im trockenen Zustand. Und das ist also auch von der Bewegungsfreiheit, das Teil ist wirklich genial. Und man kann sich wirklich komplett uneingeschränkt bewegen. Und dadurch, dass wir hier auch keine Verschlüsse haben, ist es komplett wartungsfrei. Das heißt, ihr müsst keine Angst haben, dass euch irgendwas einfriert, dass euch ein Klett einfriert, dass euch irgendwo ein Reißverschluss abgeht. Das Ganze wird wie ein Pullover übergezogen und man sieht es hier auch, wenn man ein Chest-Trick oder ähnliches hat, überhaupt kein Problem. Man kann alles noch weiterhin nutzen. Das ist einfach ein Universalteil und wirklich eine tolle Basis, wenn ihr euch selber ein Ghillie machen wollt. Ich für meinen Teil mache mich jetzt vom Acker und ja, verstecke mich noch ein bisschen. Nein, wir machen jetzt eben gleich im Anschluss den Ghillie für euch fertig. Wird heute noch in den Shop kommen. Das heißt, jetzt wenn ihr das Video seht, ist er auch schon im Shop. Ich wünsche euch viel Spaß damit, wenn ihr noch Wünsche und Anregungen dazu habt. Wir wollen die Serie ins Schauschützenzubehör auf jeden Fall ausbauen. Lasst es mich wissen und meldet euch. Bis dann, macht's gut.